Herzlich willkommen bei der neuen Folge vom XCOM Enemy Within. Ja, wir sind immer noch in diesem harten Kampf, haben aber jetzt da doch ganz schön, ja, ganz schön aufgeräumt. Wir müssen halt trotzdem aufpassen. Natürlich sind immer noch genug gefährliche Gegner da. Wir können nur hoffen. Ich muss mir das jetzt nochmal kurz anschauen, wie wer da steht. Genau, sie ist ja in Bedrängnis. Sie werden wir da hinüberschicken. Und am besten Deckung nehmen lassen. Er kann sich um ihn kümmern. Gibt es da noch irgendwo welche? Damit ich da... Oh, verdammt. Okay. Das heißt, friss oder stirb. Töte ihn oder wir haben wieder noch immer ein Problem. Ah, Mann. Natürlich. Ganz vergessen, er hat ja noch ein paar Freunde hier. Hätte auch ins Auge gehen können. So. Der Roboter schaut eh nicht so schlecht aus. Der Alpha Anarchy. Oh, er muss nachladen. Bin wieder feuerbereit. So, sie probiert's wieder. Naja, bitte. Fast gekillt. Ja, was im Hals? Achtung, ich gehe kurz das Mic weg. So, ich hoffe, das ging halbwegs. So. Oh, er muss auch nachladen. Juhu! Lade nach! Scheiße, Alter. Hat er die Blitzreaktion? Blitzschnelle Reflexe, das passt. Das passt sehr gut. Jetzt muss ich niesen auch gleich, das gibt's doch nicht. Ich mach mich auf. Haha. Ja, schön, schön blöd, gell? Und jetzt bitte, bring ihn um. Das, den kritischen Schaden hätte er nicht vorher schon schießen können. Ja, wischt. Können schon, nur wollen nicht. Hahaha. Aber wir haben die Situation eindeutig entschärft, sag ich einmal. Hätte schlimmer kommen können. Aber ich muss sagen, die Runde war so ziemlich die zerstörerischste, die ich entweder jemals gehabt habe oder seit langem in XCOM gehabt habe. Das muss ich ehrlich dazu sagen. Hallo, Roboter. Hallo, Roboter? Mann. Lass uns jetzt trotzdem einfach davor springen. Na? Sie soll einfach ballern. Machen wir das so, hä? Verdammt. Was hat's gesagt? Ich hab nichts verstanden. Wurscht. Alles klar. Na bitte. Mit Nadelstichen den Feind töten funktioniert genauso gut. So. Er sieht natürlich nichts. Er ist blind wie ein Wollsocken. Wer hätte damit gerechnet? Lol. Das ist aber echt geil. Auf die Entfernung daneben schießen ist echt nicht schlecht. Wobei, ich brauche nicht reden, meine Leute sind genauso gut. Also. Schnauze. So. Na. Begebe mich zu dieser Position. So, wir rücken jetzt erstmal alles so weit vor, wie sie können. Er sieht natürlich nicht durch das Wrack durch. Wäre total unlogisch. Und sie kann natürlich nicht schießen. Ruyeme, bis der Partie regt sie aber ordentlich auf. Na komm, jetzt ball ihn ab. Okay, das geht. Oh! Erledigt. Nice! Gefällt mir. Du bist jetzt das Melk. Klick. Behälter sichergestellt. Sehr schön.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Wir müssen jetzt aber die Vieh endlich mal heilen. Nein. Nein. Rücke aus. Nicht bewegen, das wird wieder. So. Schau mal, da ist ja keine Deckung mehr, leider. Aber da. Nö, auch nicht. Verdammt. Position bestätigt. Das heißt jetzt langsam, aber sicher vorrücken und die letzten Aliens ausfindig machen. Ich wette, die sind irgendwo da oben. Deswegen werde ich mich einfach mit dem einmal da herstellen. Ah, nicht einmal. Lade gerade nach. Na kommt, zeigt euch. Ich muss schon wieder räuspern. Es tut mir leid. Aber ich glaube, es ist besser, ich räuspere zwischendurch und schalte dabei das Mic ab, als ihr hört mich da volle Kanne. Ja. Seltsame Geräusche machen, sag ich mal. Ich bin nicht schon wieder heiser. Ich habe keine Ahnung warum. Ich mache gar nichts und bin heiser. Ich kann das einfach so. In Bewegung. Okay, kommt schon, Aliens. Gut, dann machen wir das überhaupt anders. Ja, na sicher. Nix? Was? Das gibt's ja nicht. Was für seltsame Entwicklungen hier sind. Rücke vor auf angegebene Position. Irgendwann sollten die aber schon sichtbar werden. Okay. Lukas. Okay. Dann Plan B, wir werden einmal da im Haus drin schauen. Wäre mal mein Tipp. Weil da haben wir schon eigentlich alles gesehen, aber dahinter ist noch so viel schwarz. Ja, wir werden da jetzt im Eilmarsch uns formieren. Renne. Ja, auch du, mein Sohn Brutus. So. Ja, dann lassen wir da einfach dahin unterwegs pushen. Grazil wie eine Gazelle und leise wie eine Katze. Vielleicht finde ich für sie sogar noch... Na, auf das Dach wird sie nicht drauf kommen. Das weiß ich jetzt schon. So. Nur, warum ist es nicht zu leise? Gehe in Position. Ah, okay, jetzt kommt die Musik wieder. Jetzt haben wir schon gedacht, oh Gott, was habe ich jetzt schon getan? Oh, verdammt, den habe ich ganz vergessen. Moment, du kannst nicht angreifen. Sie flankieren meine Position. Auf die Flanken. Wir lassen ihr den Kill, sofern sie es schafft natürlich. Ah, na bitte. Was? Und ich habe gehofft, das war's schon. Das wäre ein schönes Geschenk gewesen. So, hey Leute, ich bin hier, tötet mich. Bam, geschafft, wieder schauen. Aber das war nur ein Wunschdenken. Hoppala. Geh weg. Hallo? Also die Auswahl von Figuren ist teilweise noch ein bisschen hackelig. Rücke aber vor auf angegebene Position. Könnte ich auch genauso gut durchschalten, also bin ich selbst schuld. Aber egal. Nein, prinzipiell sind prinzipiell sowieso... Das habe ich eh schon mal gesagt. Ihr seid schuld. Prinzipiell ihr als Zuschauer seid sowieso an allem, was falsch ist. Was falsch geht, schief geht, schuld. So, schau mal, komme ich darauf? Ja, ja, ja.
War ja irgendwie zu erwarten. Aber probieren geht über Studieren. Ich werde ihn jetzt einfach mal da herstellen. Ah, das hätte ich nicht tun sollen. Oder doch? Okay. Wo sind denn die jetzt, die Säcke? Die können sich doch nicht verstecken. Da hinten. Da waren zwei. Okay. Erst lasst doch bitte sie in Ruhe. Seid ihr. Ja, lauf bitte einfach. Daher laufen ist aber eine ganz, ganz blöde Idee. Das war das Dümmste, was du machen hast können, Madame. Was hat er jetzt gemacht? Er ist ersauft. Na, verdammt. Position bestätigt. Keiner sieht die Krätze. Das heißt, wir können nur auf Ablenkungsmanöver gehen. Bin unterwegs. Und versuchen eventuell. Damit ich, da ist jetzt mein Gehirn echt am Arbeiten. Aha. Er sieht ihn sogar, aber wird niemals treffen. Und wenn er nur für 1, 2. Na, doch, für 3, es geht. Das kann man lassen. War ja klar, oder? Feiger Heini. Aber ist gut, somit kann ich die Truppen zusammenziehen. Und werden sich gegenseitig Deckung geben. Ich schätze mal, dass der letzte ist. Deswegen zeigt er sich jetzt gerade so. Ah, ganz wichtig. Du heißt dich mal selbst. Mache mich auf den Weg. Ja, und du musst halt daher laufen. So, mal schauen, was er jetzt vorhat. Dieser Alien. Ich wusste es. Ich wusste, er ist scharf auf sie. Wow. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Dieser wurde wirklich vaporisiert. Huh, endlich den Einsatz beendet und keiner gefallen. Das ist auch gut. Gefällt mir zumindest sehr gut. Was? Aggression gibt eine um 5 und plus 10% bessere Chance auf kritische Treffer pro Gegner in Sicht. Ich glaube, das werde ich sogar nehmen. Gerade Sniper müssen ja mit einem Schuss ordentlich Damage austeilen können. So, dichter Rauch. Rauchgranaten haben einen größeren Wirkungsbereich und erhöhen die Verteidigung um weitere plus 20. Das ist natürlich hart. Gefechtsdrogen. Rauchgranaten enthalten jetzt starke Stimulantien, die bei allen Einheiten in der Wolke den Willen um 20, plus 20 und die Chance auf kritische Treffer um plus 10% erhöhen. Gute Frage, oder? Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da gehe ich auf das einmal. Wahrscheinlich werde ich mich dafür nochmal hassen. Internationale Ehrenkreuzplakette. Yeah! Meld, das wissen wir eh. Muton. So, ist aus Großbritannien zurückgekommen. Genau. Sergeant haben wir dazu. Drei abgeschwächt. Ja, okay. Wir bleiben in Kontakt. Panik, Panik, meine Leute. So. Na, echt? So schlimm ist in Kanada schon gewesen. Oh, da fällt mir gerade ein, ich will gerade schauen, wie schaut es denn mit der Forschung aus? Ups, falscher Knopf. Erst, was ist denn da gerade? Schalenrüstung, 4 Tage. Was ist da nochmal das Ziel? Angriff auf jeden Stützpunkt, dafür brauchen wir den Schlüssel, würde ich sagen. Den Schlüssel haben wir schon. Hoppala, das war jetzt nicht ganz in meinem Kopf, dass wir den schon haben. Ups, kann doch passieren. Ah, und für den Schlüssel brauchen wir 15 Ingenieure. Genau, das war ja unser Problem. Ja,
kann mich wieder erinnern. Moment, wir haben keine Lasergewehre, obwohl wir sie bauen können. Ganz schlecht. Ich muss nochmal kurz räuspern. Ich hoffe, das geht wieder. Aber ich glaube nicht. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl im Hals, aber egal. Lasergewehr, das ist natürlich eine schöne Sache. Wie viele können uns da... Verdammt. Zwei. Naja, zwei ist besser als nichts, ne? Ist schon mal nicht so schlecht. Wir werden da auch gleich unsere Soldaten... Ah ja, der neue ist das. Bla. Na, gegen Roboter. Du sollst direkt ein bisschen Scharfrichter beziehen. Mit weniger als 50%. Okay. Grauch und Spiegel ermöglicht zu... Na... Er wird uns in der Richtung eher unterstützen. Der Herr Charles Johnson. Charles Bronson. So. Unsere... Er ist... Genau. Also, stimmt das eh? Kann ich ihm die Waffe geben? Na? Nom. Moment, andere Frage. Nö, natürlich nicht. Wer kann das noch tragen? Django. Mann, 60. Sollte ja nicht mit der Waffe eine bessere Zielsicherheit haben. Offensichtlich nicht. Gut. Wer ist da jetzt verletzt? Ah ja, genau. Ganz intelligent, dass ich das jetzt nachschauen musste. Egal. So, wir können hier eh nichts Großartiges machen. Das heißt, wir gehen mal auf Seek and Destroy. Commander, hier ist eine Übertragung vom Rat. Höchste Prioritätsstufe. Unsere Quellen melden einen Zwischenfall in Neufundland, an der Küste oberhalb von St. John's. Ein Fischerdorf gibt keine Lebenszeichen mehr von sich. Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass Außerirdische die Hand im Spiel hatten. Wir sollten ein Team hinschicken und nachsehen, was da los ist. Ja, Mann. Ja, mein Hals fühlt sich komisch an. So, Belohnungen, Panik verringert, das war klar. Wir gehen dorthin und ich... Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Und ich weiß, dass diese Mission ziemlich heftig ist. Deswegen muss ich jetzt mal schauen, was ich überhaupt, wenn ich da überhaupt mitnehme. Eine Sturmsoldatin, die hat immerhin auch schon eine Plakette, das heißt, die hat sich auch schon mal bei mir ausgezeichnet. Dafür haben wir hier noch eine schwere. Na, wir nehmen noch einen schweren mit. Kann nicht schaden. So, Bewaffnung. Wow, da haben wir die Auswahl. Ihr müsst auf jeden Fall gut ziehen können. Keine Frage. Wir lassen den Verletzten mal die Gegenstände alle abgeben. Ja, bei ihm das Problem, er kann zwei Granaten dafür werfen. Damit er der Grenadier quasi ist, passt schon. Ja, an Rüstungen haben wir leider eh nicht. Ja. Ihm können wir eh nichts geben. Er hat schon die Energiewaffe, er hat auch schon die Energiewaffe. Vielleicht sollte der sicherheitshalber doch Medikits mitnehmen, ha? Huh? Ja, vielleicht gar nicht so blöd. Wobei Grenadier, nein. Nein. Das passt schon so. Also dann, auf geht's in die Schlacht. Strike One, bereit machen zur Landung. Na dann, los geht's. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Das ist schön. Diese Informationsfülle macht mich ganz huschi. Gut. Commander, wir sollen verdächtige Aktivitäten in der Nähe eines Fischerdorfes auf Neufundland untersuchen. Ein von der dortigen Regierung entsandtes Rettungsteam ging gerade einem Notruf nach, als der Kontakt abbrach. Zum Schiff, zum Dorf und zum Rettungsteam selbst. Strike One muss dorthin und das Gebiet sichern. Mal sehen, was dort los ist. Neues Ziel erhalten. Na bitte. Dann checken wir mal ab, was hier so los ist, ne? So, wo sind unsere Laserfuzzi? Position bestätigt.
Na bitte, wir wissen, dass hier mal nichts los ist. Wir werden sie... Ja, sie kann weit laufen. Sehr gut. Ein schwerer Soldat, der weit laufen kann. Das ist immer gut. Bin ja. In Bewegung. Konzentrieren uns lieber. Und wir schicken dich mal vor. Zombies rum, Strike One. Zombies! Die können also auch nicht falsch sein. Wir müssen schleunigst herausfinden, wo die Dinger herkommen. Wir haben ein neues Ziel. Zombies! Leute, wie fett ist das? Zombies, ich stehe immer wieder auf diese interessanten Kreationen. Nennen wir sie mal so. So, jetzt warten wir mal ab, was der Roboter so aus diesem Zombie macht. Ich nenne das mal ganz gepflegt Zombie-Geschnetzeltes. Geil. Also ein Zombie auf also quasi One-Hitten ist schon hart. Das muss man schon dazu sagen. So, dann schicken wir euch da mal weiter rein. Der Bot wird euch da mal unterstützen. Ich weiß noch, ich hatte mal ein Spiel mit an der Stelle und da kam das nicht so schön alles auf mich zu. Ja, aber wie es weiterläuft in dieser Mission, würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es war soweit interessant und ich wünsche noch einen schönen Abend, schönen Tag. Eigentlich umgekehrt. Schönen Tag, schönen Abend. Und ja, viel Erfolg bei dem, was ihr macht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Cheerio.